glaube, er hat keinen Heiltrank mehr. Cassia. Cassia, du läufst mal hier hin. Naurim, du ziehst hier mal am Hebel. Jetzt müssen wir uns... Ah, sehr gut jetzt. Haha, das hat sie getötet auf einmal. Und jetzt ist das Rote offen. Das ist das hier. Achso, da müsste erstmal einer da drin sein. Ah, jetzt haben wir wieder alles falsch gemacht, glaube ich, Leute, oder? Okay, nochmal den blauen Hebel. Wir gehen mal darüber. So, ups, was ist jetzt los? Ach, Naurim wurde nochmal getroffen. Er hat nur noch einen Lebenspunkt. Mist. Mist, 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 Mist. So, das heißt, Cassia muss ihn jetzt heilen. Ich glaube, das kann sie. Welche Giftstufe hat er denn? Giftstufe 2. Das kriegen wir auch hin. Das ist gut. Die Sandhexe ist ja jetzt weg. Und er kann nicht mehr zaubern. Das heißt, wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Naurim. Ne, wir müssen den blauen Hebel jetzt erstmal aktivieren. Naurim, schlag mal zu. So, wenn wir den grünen dann aktivieren, dann ist das offen. Das heißt, Cassia geht dann hier runter. Also erstmal den blauen aktivieren. Dann läuft Zurbaran hier hoch. Genau, dann aktiviert Zurbaran den grünen. Sie läuft hier runter. Ach, wir hätten Naurim... Naja, Naurim kann einen Heiltrank nehmen. Guter Heiltrank, ja. Wir hätten ihn entgiften sollen. Das kann aber Zurbaran, glaube ich, auch. Eine neue Sandhexe, wie ich es befürchtet hatte. Jetzt ist erstmal Takate dran. Das geht gegen Cassia. Aber Cassia müsste gleich da durchlaufen können eigentlich. Ah, es reicht genau um eine Runde nicht. Dann versuchen wir wenigstens mal Naurim hier zu heilen. Also ein Clarum Purum zu machen. Wo ist denn der Clarum Purum? Hier, oder? Ah, wir haben nur Clarum Purum Stufe 1. Mist. Na gut. Dann müssen wir jetzt hier nochmal eine Runde warten, bis wir das Grüne aufmachen können. Sie kann wahrscheinlich den Clarum Purum von hier nicht sprechen. Nee, das geht gerade so nicht. Dann laufen wir wieder zurück. Und jetzt müsste es doch gehen, oder? Ich verstehe immer noch nicht, warum Naurim vergiftet worden ist. So, jetzt müsste er eigentlich entgiftet sein. Ja, jetzt ist er entgiftet. Na gut. So, das bringt alles nichts, aber gut. So, Takate. Jetzt ist die Hexe dran. Was macht die? Na, natürlich stellt sie sich dahin, wo wir gleich hin wollen. Das ist ja ganz klar. So, Naurim wurde getroffen. So, jetzt der Zurbaran. Okay, jetzt ist der Weg hier frei. Dann laufen wir doch mal hier rüber. Als nächstes müssen wir den roten Hebel umlegen, um darüber hochzulaufen. Das kann Naurim machen. Okay, Zurbaran muss jetzt hier rauslaufen. Sonst ist Zurbaran hier gefangen. So, bitte. Lass uns in Ruhe. Naurim kriegt jedes Mal wirklich richtig viel Schaden. Das ist nicht gut. So, Zurbaran kann jetzt Naurim gleich nochmal heilen. Du läufst hier hinter und kannst doch in derselben Runde, weil du einen Speer hast, das Ding hier zerstören, oder? Genau. Dann können wir hier wieder den roten Hebel ziehen. Jetzt schaut es doch ganz gut aus, Leute. Und jetzt ist der Weg hier frei. Sehr gut. Cassia muss jetzt... Ah, super. Jetzt ist Cassia weg. Na toll. Die Sandhexe hat Cassia verschluckt. Verdammt. So, dann heilen wir doch mal Naurim. Cassia muss jetzt wieder freigegeben werden, sonst können wir nicht weitermachen. Aber ich hoffe, das passiert gleich, dass die Sandhexe jetzt irgendwo anders hin fliegt. Ein so ein Ding haben wir nur noch, Leute. Ein so ein Ding. Und Cassia sitzt jetzt hier drin. Ich glaub's ja nicht. Wirklich nicht. Soll Takate nochmal die Runde hier drehen, um zum grünen Hebel zu kommen, um da hier durchzukommen?
Weiß nicht, bringt das was? Oder sollen wir lieber darauf vertrauen, dass die... Warte mal, wir warten mal hier und schauen, was die Sandhexe jetzt als nächstes macht. Okay, sie lässt Cassia nicht frei. Na super. Er muss hier stehen bleiben. Er geht mal ein bisschen weg, damit er vielleicht außerhalb der Reichweite ist. Und dann gibt er vielleicht einfach mal dem Naurim einen Abertrutz. Naurim schlägt hier zu. Und der Kate läuft mal, oder bleibt er einfach da oben und hoffen, dass er nicht in der Reichweite ist. Ja, ich glaube, wir bleiben einfach mal hier. So, was machst du jetzt, du Sandhexe? Wir warten hier wieder und... Oh nee, verdammt. Da, diese blöde Sandhexe, das gibt's doch nicht. Naurim kann, glaube ich, am schnellsten laufen. Dann sollte er mal darunter laufen. Können wir von hier aus mal diese Sandhexe vielleicht angreifen? Nee, können wir nicht. Dann laufen wir mal hier runter. Jetzt gib doch Cassia bitte frei. Das gibt's doch nicht. Echt wahr. Das ist doch ein Witz. Ja, endlich. Endlich, endlich. Wo ist Cassia? Cassia, geht's gut. Okay. So, dann bleiben wir hier oben. Amatrutz für Takate geht nicht. Dann fällt ein Blitz auf ihn. Warum nicht? Haben wir das auch mal benutzt. So, Cassia, du läufst bitte da über das Ding drüber. Warte mal, wo ist denn eigentlich der gelbe Schalter? Der gelbe Schalter ist hier. Okay, wenn wir den erwischen, dann können die alle hier rein. Das machen wir als nächstes. Naum, du läufst mal hierher. Einfach um die Sandhexe ein bisschen abzulenken. So, Takate. Jetzt was macht die Sandhexe? Oh nein, 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 nein. Das ist sehr schlecht, das hat sich hier wieder den Weg versperrt. Verdammt. Oder? Hat sie den Weg versperrt? Ich glaube schon. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier geht es definitiv nicht weiter. Und das ist richtig übel. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Jetzt hat sie den Weg da versperrt. Ich glaub's ja nicht. Cassia muss eigentlich geheilt werden. So, Cassia kommt hier nicht durch. Cassia kommt hier nicht durch. Das heißt, sie läuft mal hier runter. Das hilft ja nichts. Und Naurim, du wechselst mal deine Waffe zur Armbrust. Vielleicht kannst du ja auch mit Fernkampf das Ding da zerschießen. So, was macht denn die Sandhexe jetzt? Ja, sie geht zumindest da schon mal weg. Das ist gut. So, kannst du denn Cassia heilen? Ja, du kannst Cassia heilen. Dann mach das doch mal bitte. So, Naurim kannst du von hier aus dahin schießen? Natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Dann schieß doch mal auf diese Sandhexe. Das bringt zwar überhaupt nichts, aber... So, Cassia kommt hier nicht vorbei. Cassia läuft mal hier runter. Ja, dann kommt... Ja, das, dann kommt sie hier hin, dann kommen wir gar nicht mehr durch. Wir haben ja den roten Hebel. Ah, der rote Hebel ist eh ganz leicht. Und sollen wir vielleicht doch nochmal versuchen, den grünen Hebel hier zu aktivieren, dass wir eine zweite Person da reinbekommen. Der blaue Hebel, der rote Hebel ist eh aktiviert. Sollte das Naurim vielleicht mal probieren? Ja, ich glaube, das machen wir einfach mal. Sehr gut, wir kommen dran vorbei, wir kommen dran vorbei. Das schaffen wir jetzt. Was macht er? Er macht nichts, okay. So, wir versuchen die mal hier zu triggern, die Sandhexe. Naurim läuft mal darunter, um da doch nochmal durchzugehen hier. So, und jetzt laufen wir an ihr vorbei.
Hoffentlich schluckt er uns jetzt nicht wieder. Das wäre jetzt wirklich schlecht. Er schluckt uns nicht. Okay, das ist gut. So. Was können wir denn vernünftig machen? Armatrutz? Nein. Er wartet mal, bis Cassia sich bewegt hat. So, Cassia, du läufst jetzt hier hoch. Sehr, sehr gut. Das sollte doch passen. Wir versuchen, die Hexe hier festzuhalten. Und wir versuchen nochmal, Cassia zu heilen. Die darf jetzt nicht ausfallen. Cassia hat jetzt viele Aufgaben. Sie muss das Buch lesen, sie muss das Ding zerschlagen und sie muss den Hebel ziehen. Eieieiei. So, wir locken den hier mal wieder schön ein bisschen weg. So, jetzt komm. Ja, sehr gut. Okay. So. Cassia kann arbeiten. Das ist gut. Jetzt sollte sie zuerst mal den Hebel ziehen. Nein, jetzt hat sie das Buch. Jetzt liest sie das Buch. Okay. Das muss die Melodie sein, die Adamans Sand. Da habe ich mich verklickt. Okay, die beiden stehen auf. Takate ist dran. Das. Oh, jetzt hat jemand Naurim geschluckt. Ne, Zurbaran geschluckt. Okay. Dann zerschlagen wir jetzt erstmal das Ding. Ah, jetzt gehen alle auf. Sehr gut. Sie ist wahnsinnig. Und er ist schutzlos. Perfekt. So, Naurim. Ich glaube, Zähne Armbrust ist am effektivsten gegen die Hexe. Vor allem, dann wird sie Zurbaran auch wieder loslassen. Okay, sehr gut. Dann können wir jetzt hier mal ihn töten. Ich glaube, wenn er tot ist, dann hat sich die Hexe eh erledigt. Keinen oh. Schritt näher. Niemand berührt die Meisterin. Jetzt ist er verschwunden. Warum sollten wir? Sie ist ja schon tot. Tot. Sie spüren deinen Zorn nicht, Meisterin. Okay. Jetzt ist er verschwunden. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er hin. Ja, wir versuchen erstmal ihn zu erledigen. Und Naurim kann sich dann mit, kann sozusagen die Hexe beschäftigen. Hier, sie weicht aus. Takate, du musst hier wieder in Reichweite laufen. Okay, ein Angriff gegen Zurbaran. Dann hier ein Armatrutz auf sich selbst. Naja, der Feigling. Sonderelemente. 18 Feuerschaden, 10. Das ist am teuersten, ne? Dann machen wir magischer Schaden. Magischer Schaden, glaube ich, da hilft dann auch der Armatrutz weniger. Ah, 3 nur. Das ist fies. Jetzt haben wir vielleicht doch erstmal die Hexe. Solange er hier. Culminatio, Ignisfero. Ne, wir machen hier einfach auf ihn weiter. Es ist zwar nur wenig Schaden, aber es ist Schaden. Der Zwerg. Sehr gut. Er kann keinen Meisterschuss machen, weil er keine Ausdauer hat. Die wurde uns ja durch das ständige Corpo Fesso gestohlen. Das war gut, Takate. Das war sehr gut. Und jetzt bist du auch noch dem Angriff ausgewichen. Jetzt nimmt er noch einen Heiltrank. Ich glaube, ich spinne. Wie lange hat er denn jetzt noch diesen. Wo ist er denn? Da. Der hat schon noch 3 Runden Armatrutz und er hat schon eine Wunde. Die hat noch 36. Das kriegen wir doch jetzt auch noch weg, dieses komische Ding da. 18. Der Zwerg schießt. 14. Und jetzt kommt der Karte. Mit einer Finte? Nö, ganz normal einfach. Okay, sie hat noch 8.
Dann reicht doch ein ganz... Nee, ein ganz normaler Ignifaxus reicht doch dann hier jetzt aus, oder? So, dann haben wir dieses komische Wesen schon mal erledigt. Und währenddessen hatte sein Armatrotz Zeit abzuklingen. Nur noch zwei Runden. Das heißt, unser Magier schlägt einfach mal zu. Und der Zwerg, der steht jetzt natürlich ungünstig. Der Zwerg wird mal die Waffe wechseln. Nahkampfwaffe. Takate. Bitteschön. Das war gut, Takate. Cassia kommt jetzt von der Seite hier von hinten. Und ich glaube, wir warten noch. Wir wechseln mal die Waffe wieder auf den Bogen. Ja. Wir warten noch, bis sein Armatrutz gleich weg sein wird. Bevor wir wieder zaubern. Bis dahin sparen wir uns unsere Zauber auf. Jetzt hat er keinen Armatrutz mehr, das ist gut. Dann bitte einen doppelten Fulminictus. Jetzt haben wir ihn gleich. Ein Ignifaxius nochmal, ja. Aber da ziehen wir uns nochmal ein bisschen zurück. Und jetzt kommt der Ignifaxius. Nahrung kann ich, glaube ich, besser verteidigen. So, Wuchtschlag können wir noch nicht. Aber hoffentlich bald. Aber gleich hat sich's erledigt, das ist gut. Jetzt sollte es doch soweit sein, oder? Jawollo! Perfekt. Wir haben die Schuhe des Gelben Königs, die Hose des Gelben Königs und das Gewand des Gelben Königs. Und nochmal einen Magierstab. Und ich glaube, das ist ein Speer. Schaut zumindest wie ein Speer aus. Und das wäre was für Cassia. Und einen meisterlichen Zaubertrank. Sehr cool. Und 500 Abenteuerpunkte. Auf diese Schuhe bin ich sehr gespannt. Übrigens allgemein auf dieses Rüstungsset. Der große Former war jetzt ein Gefangener der Korapie. Ohne Protest, ohne eine Miene zu verziehen, bezog er seinen Käfig. Ja, da werden wir dann auch noch... Oh, jetzt werden wir angegriffen. Tja, da müssen wir aber auch noch durch. Mit höhnischem Gesang näherten sich Marwans Kohorten. Die stumme Legion empfing sie mit Schweigen. Tja, wir können zumindest unsere Helden hier einsetzen. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier die Kampfmagerin. Die werden wir auf jeden Fall setzen. Und dann können wir noch zwei... Nee, drei noch. Dann machen wir mal... So, zwei Schwertkämpfer, ein Bogenschützen. Eieieiei. Gucken wir mal. Was ist denn hier los? Okay, wir sind wieder hier. Diesmal wird hier oben nicht gekämpft, glaube ich, soweit es ausschaut. Wo kommen denn die Feinde? Die Feinde kommen von dort. Okay, wir haben hier die Möglichkeit, Fallen zu setzen. Aber ich glaube, diese drei Fässer sind schon mal sehr gut. Und dann, damit die noch ein bisschen sich langlegen, hier die Dinger. Und hier werden die Fässer dann gleich entzündet. Dann kommen hier die Nahkämpfer. Zwei Stück. Takate hier, Faramut hier, die Kampfmagierin da, der andere Magier hier, der Bogenschütze da und Naurim hier. So. Da bin ich doch mal gespannt, wenn die sowieso alle von hier kommen, dann können wir das, glaube ich, auch ganz gut verteidigen. Das ist sehr gut. So, kann Cassia denn von hier aus das hier in Flammen setzen? Nein, da muss sie eh hier vorlaufen. Dann sollte sie mal hier vorlaufen und dann warten. Unsere Schwertkämpfer... hier ist auch interessant. Das heißt, unsere Schwertkämpfer stellen sich mal hier hin und da soll sich der Feind hinstellen und dann entzünden wir das. Noch ein Schwertkämpfer. So. Takate, du kannst dich hier hinstellen. Dann Faramut stellt sich mal dahin. Wunderbar. Die Kampfmagierin. Ich glaube, die hat auch Feuerzauber. Dann soll sie mal hier... Ja, sehr gut. Kommt doch mal alle her. Und pang. Sehr gut. Stellt euch mal neben das Fass. Da seid ihr gut aufgehoben. Und bong. Okay, wir aktivieren, glaube ich, jetzt gleich mal hier diese Flammen, damit fast neue Freunde hier kommen.
Ein Bogenschütze. Der kann doch von hier aus schon mal da schießen, oder? 15% leider nur. Aber gut, immerhin. Ach, das, der kann auch... Das ist gut. So, ein Ignifaxius. Leider nein. Na gut, dann warten wir auch mal. Naurim, du stellst dich hier hin und wechselst die Waffe zu der Armbrust. So, Cassia jetzt aber. Sehr gut. Wir können nur leider das nicht entzünden. Geht das? Ja, so geht das. So ist doch perfekt. Zack. Sehr, sehr gut. Und die andere Kampfmagerin, da können wir vielleicht auch mal ihre Zauber da oben reinsetzen, nämlich einmal den Ignifaxius 3. Oh, ein Ignisphero 4 sogar. Das ist natürlich schon sehr gut. Das Guardianum. Und hier den Blitzstufe 4 auch. Blitzstufe 4 heißt dann alle unsere Gegner wahrscheinlich, oder? Was heißt denn hier? Zwei Felderradius sogar. Perfekt. Das schaut doch gut aus. Ja, Zurbaran steht jetzt leider ein bisschen blöd da. Das heißt, Zurbaran kann nichts machen. So, Cassia, du stellst dich mal hierher und schickst uns nochmal einen Feuerball. Perfekt. Sehr gut. Die sind alle tot. Es ist nur noch der eine übrig, glaube ich, oder? Das ist doch perfekt. So, unsere Schwertkämpfer stellen sich mal hierher. Ist nur noch der übrig, der hier am Boden liegt. Und wenn wir es schaffen, den jetzt schon in dieser Runde fertig zu machen, glaube ich, dann ist der Kampf schon zu Ende, ohne dass weitere Feinde hier eindringen können. Brennt es dort? Ich weiß es nicht. Wir laufen hier mal zur Sicherheit da oben lang. Ja, ich glaube, da brennt es, ja. So, die Kampfmagierin. Ich hoffe, sie entzündet das hier jetzt gleich nicht. Ah, Mist. Die stehen hier im Weg. Na gut. Das ist ein bisschen blöd. Können wir von hier aus? Nein. Naurim, dann stell dich mal dahin. Kannst du von dort aus schießen? Auch nicht. Das ist blöd. So, der andere Bogenschütze. Kann er von hier aus schießen? Auch nicht. Nein, nein. Jetzt hat er das entzündet. Verdammt, das wollte ich natürlich nicht. Ah. So, Zurbaran. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht in das selbstgelegte Feuer läuft. Er kann. Sehr gut. Ich glaube, das reicht noch nicht. Es werden jetzt gleich nochmal Gegner auftauchen nächste Runde. Ja, da kommt sie. Scheiße. Okay. Das ist natürlich schlecht. Die drei... Da können sich unsere Nahkämpfer um den kümmern. Und wir kümmern uns hier um diese Feinde. Die kommen jetzt auch schon rüber geflogen. Ja, schönes Feuer hoffentlich. Ah, der Karte, da kannst du dich drum kümmern. Ja, jetzt sind die natürlich hier vom Flammen umzingelt. Da müssen wir mal warten. Damit der Weg erstmal frei wird. Takate, du gehst mal hier hoch und machst einen Todesstoß. Nein, der ist ja schon stark verletzt. Ein ganz normaler sollte schon reichen. Faramut, geh hier mal in den Nahkampf. Die Kampfmagierin. Kannst du... Nein, das ist schlecht. Gehst du hier mal. Dann bist du durch die Flammen gelaufen. Na gut, aber zumindest können wir jetzt hier den Ignisphero Stufe 2 zünden. Ah, die haben beide nur noch einen Lebenspunkt. Das ist sehr gut. Jetzt kommen sie rübergeflogen. Okay. Die wollen Takate an den Kragen. Da schießen wir doch mal. Mist. Noch einmal schießen. Ja, das hat sich gelohnt. Und Zurbaran, ihr könnt jetzt einfach zuschlagen. Ja, macht er mal. Ja, perfekt, Zurbaran. Das hast du richtig gut gemacht. Und jetzt kann Faramut hier auch noch gleich... Ja, jetzt ist der zuerst dran. Das ist natürlich blöd. Er läuft einfach mal hier durch. Ist egal. So. Und der da oben, der kann zumindest jetzt hier dran vorbeilaufen. Und dann hier rüber laufen. So. Und Faramut, du darfst mal einen Wuchtschlag machen.
Sehr gut. Jetzt haben wir hier nochmal drei Gegner bekommen. Na, das ist ja wirklich herzallerliebst. Cassia. Ein Fulminictus. Der kommt schon rüber geflogen. Aha, sehr schön. Dann können wir zumindest ihn hier jetzt hoffentlich erledigen. Ja. Dann kann der da rüberlaufen. Mal schauen, ob da gleich ein Gegner vielleicht für ihn kommt. Dann machen wir hier einen Todesstoß. Er hat noch 9 Punkte. Da kann sich vielleicht gleich unser... Ah, sehr schön. Sehr schön. Warte mal, wer ist denn jetzt dran? Faramut ist dran. Da würde er durch die Flammen laufen. Das ist natürlich nicht so besonders gut. So, ich bleibe mal absichtlich hier stehen, weil ich möchte gleich einen Zauber wirken. Der hat noch 9 Punkte. Der hat noch 12 Punkte. Und der da unten hat, glaube ich, noch alle. Ne? Dann machen wir mal den dreifachen Ignifaxis hier unten. Haben wir den schon mal erledigt. Dann schießen wir hier. Perfekt. Wir schießen nochmal. Perfekt. Und dann ist nur noch er dran mit 12 Lebenspunkten. Das könnte doch ein doppelter Ignifaxius erledigen. Jawohl. Damit haben wir das geschafft. Wir haben unsere Eroberung verteidigt. Perfekt. So, wir haben eine Kampfmagerin. Die ist schon sehr, sehr nützlich, wie ihr gerade gesehen habt. Die kann auch einiges. Wir müssen nur, glaube ich, ihre Settings dabei bei der Quickleiste noch ein bisschen verbessern. So, ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen und in der nächsten Aufnahme werden wir steigern. Wir werden uns anschauen, was wir erobert haben, also was für Gegenstände wir erbeutet haben. Und dann kümmern wir uns um unser nächstes Ziel. Das wird wahrscheinlich irgendwo hier oben liegen, denke ich mal. Bis dahin, in der nächsten Aufnahme. Macht's gut, Leute.